Playgames Alone wird unterstützt von der Spielebude. Jetzt mit 5% Rabatt. Link in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Daniel, das ist Playgames Alone. Heute zum ersten Teil, zum Montagsteil quasi, der Hellenwoche. Diesmal ist Venom dabei. Also, ich bin gespannt, wie es abgeht. Ja, wie ihr seht, ich habe jetzt mal ein neues Setting. Ich habe mal unsere Battle Reports Kamera hier. Filme jetzt mal von gegenüber oben. Bin mal gespannt, ob das besser ist. Es sieht schon mal ganz gut aus, ob man es auch nachher auf im fertigen Video erkennt. Es spiegelt nicht so sehr und ich habe auch ein bisschen mehr Platz. Ich denke mal, das ist schon ganz cool. Ja, wie gesagt, das Gewinnspiel ist jetzt zu Ende, was ihr sicher dann schon gesehen habt. Es wurden coole Vorschläge gemacht. Auf eine möchte ich auch mal eingehen, ist von dem Hauke und Astrid, die auch das Preis bekommen haben. Warum ich halt immer die gleichen Gegner spiele, weil ich möchte ja irgendwie gerne einen, was haben, an dem ich es messen kann. Wenn das jetzt verschiedene Gegner sind, wäre es ja ein bisschen unfair für einen anderen Helden. Aber natürlich spiele ich demnächst auch gerne mal wieder Einzelspiele, wenn ihr auch da Bock drauf habt, und teste gerne mal andere Gegner wieder aus. Man kann es ja so machen, zum Beispiel, schreibt mir gerne, was er davon hält. Ich wollte ja mal zwei Helden die Woche machen. Ich kann auch gerne eine Heldenwoche machen und ein Spiel, immer ein normales Spiel gerne. Auch kein Problem gegen einen Wunschgegner, den ihr gerne habt. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Gegner ihr gerne mal sehen würdet. Ich habe so fast ziemlich alle da. Ich glaube, außer Hut. Können wir gerne machen, habe ich auch gerne Bock drauf. Aber, und dann noch eins mit den Karten, ja, das sind aber eigentlich meine Lieblingskarten und ich möchte auch ein schönes Spiel haben. Aber gerne, jetzt kommt demnächst Spider-Ham, da seht ihr demnächst wieder andere Karten. Ja, und wie gesagt, mit der Kamera habe ich es jetzt mal, dass das nicht immer so wackelt, weil ich hatte die Halterung hier am Tisch. Und wenn der Tisch wackelt, wackelte das auch ein bisschen. Und ich hoffe, mit dem Zoom ist jetzt auch ein bisschen besser. Das hat mich nachher auch sehr, sehr, sehr gestört, aber es ging leider erstmal nicht anders. Ne, so. Dann fangen wir mal an. So, die Verpflichtung kommt wieder hier rein. Zack. So. Dürfte mit Venom. Dürfte jetzt nicht so das Problem haben. Warte, ich muss mal die Kamera mal mehr so hier. Ja, genau, da ist besser. Da stört sie nicht so. So, und los geht's. Dann ziehen wir mal die Karten. Eins, zwei, na super. Drei, vier, fünf, na super. Das sind ja schon so Semikarten. Ich lege sie erstmal hier hin, da wird vielleicht auch mal. Kann ich ja da rein, passt das? Ne? Ja, ist ein bisschen besser, dann kann man die Handkarten erstmal hier so hinlegen. Ja. Okay. So, ja. Die ist cool. Die würde ich schon mal ablegen. Und die beiden würde ich auch ablegen. Und Hulk muss ich mal. So, man muss ihn auch mal, sollte ihn auch wieder drehen, ne? Und Hulk werde ich mal auch mal behalten. Dann ziehe ich. Achso, ich habe nur. Ja. 3, 4, 5, 6. Oh, ist doch schon mal nicht so verkehrt. Das ist doch schon mal nicht so verkehrt. Den Hulk geladen und gesichert. Kann ich mal gleich ein Waffendeck holen. Plus 2 Erholung. Und
Bam, bam, den Kinnhaken gleich 6 Punkte machen, ja. Okay, dann jetzt kommt meine, bis eine Waffe kommt. Da ist er. Doch, ist eine Waffe. Ist die Multigun. Okay. Dann werde ich hier die Karte spielen, mir eine Waffe holen. Machen wir so. Erst machen wir mal einen Kinnhaken für 2 plus die für 3. Sobald du diese Karte ausgibst, um ein Angriffsereck zu spielen, füge den Ergebnis 1 zusätzlichen Schaden zu. Daher. Also mache ich jetzt 6 Schaden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss das mal langsam merken, weil ich es so halte. Das sind 8. Gut. Dann werde ich hier die Karte spielen. Die Multigun. Für 1, 2. Und ich nehme mir ein Leben und kriege dafür eine Ressource. Habe ich 3. So. Dann greife ich an, mache 2 Schaden, 1, 2 auf 6 und hiermit füge ich einen Gegner auch nochmal 2 Schaden zu. So, 1, 2. Da ist er auf 4 runter, die behalte ich nochmal und dann ziehe ich 4 neue. 1, 2, 3, und 4. Ah, nochmal mal 2. Waffe. Oh, sehr gut. Gut, dann bin ich soweit durch. Dann geht der Plan um 1 voran. Rhino greift an, das kann er. 2 plus 1 sind 3 Schaden. 1, 2, 3 runter auf 8 und eine Begegnungskarte. Sobald aufgedeckt, Rhino greift dich an, kann er 2 plus nichts, nochmal 2 Schaden. 1, 2. Gut. Dann bin ich wieder dran, ne? Dann spiele ich die erste Pistole für die Handgranate. Die zweite Pistole hierfür. Dann greife ich einmal an. Basisangriff. 1, 2, 3. Mache insgesamt 4 Schaden. Damit ist Rhino auf 0. Die erste Seite ist beendet. Er kommt wieder mit 15. So, und jetzt kommt Hauen und Klauen ins Spiel. Lalalala. Wo bist du? Da. Das wird aber jetzt hier ein bisschen eng, ne? So, der kommt mit 3 ins Spiel. 1, 2 und 3. Gut.
Dann habe ich hier die Karte noch. Das bringt mir jetzt nichts. Die würde ich abschmeißen. Mache hier die Karte noch und nehme hier mal 2 weg. 6 Leben. Nein, ich springe mal im alten Ego und mache mich bereit und ziehe 6 neue Karten. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das ist doch schon mal gut. Okay, der Plan geht um 1 voran. Dann 1 für Rhino plus nichts. Das ist gut. Dann kriege ich eine Begegnungskarte für die normale. Alte Ego ist nachrüsten. Rhino bekommt 5 Lebenspunkte. Okay, die erste Nachrüstenkarte, dann die zweite Nachrüstenkarte hierfür. Der Schurke treibt den Plan voran. 1 plus 1 um nochmal um 2. Uha. 1, 2. Okay. Was hat der für Slot? Nur einer. Okay, wir heilen uns erstmal um 4. Dann sind wir wieder bei 10. Ah! Nee, heilen wir uns nicht. Heilen wir uns nicht. Wir bleiben bei 6. Komm. Wir springen rüber. Dann einmal hier die Karte, um das hier wegzumachen. Den möchte ich nicht. Dann spiele ich, wie heißt er? Spinnensinn. Für 2, für 1, für 2. Genau, für 2. Das heißt, wenn einer mich angreift, darf ich eine Karte ziehen. Dann spiele ich Kampftraining für die hier. So. Dann habe ich noch Hidi. Dann werde ich einmal 1, 2, 3 hier die wegmachen. So. Und zack, zack. Genau. Die werde ich mir behalten. Und dann, ja, bin ich auch schon wieder durch. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Okay, der Plan geht um 1 voran. Ach, um 1 voran. Rhino greift mich an. Boah, das ist jetzt hart. 3. Ja, kann er. 3 plus 1 macht er 4 Schaden. Oha. Bin ich runter auf 2. Und dann, die Hülle ist kaputt. Dann noch ein Nebenplan. Okay, er kommt 2 drauf. Das ist jetzt nicht so schlimm. Muss ich wieder mal austauschen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Achso, er hat mich ja noch angegriffen. Dann kriege ich noch eine Karte. Sehr schön.
Dann spiele ich Nick Fury für Hilly 4. Nick Fury kommt ins Spiel, entfernt zwei Marker. Dann ist die Karte weg. Dann wird er nochmal zweimal Widerstand leisten. So und so. Dann angreift Venom an. Nee, Venom greift nicht an. Ich erschöpfe hier diese Pistole, mache hier den letzten Marker weg. Doch, ich greife an. Genau, den letzten Marker mache ich weg und dann greife ich an mit 2, 3, 4, 5 und dann ist die Rüstung weg. Mir passiert im Grunde nichts, weil ich habe hier eigentlich hier Nick Fury da. Okay, dann mache ich mich wieder bereit. 1, 2, 3, 4 und 5. Haben wir. Okay, gut. So, der Plan geht um 1 voran. Rhino greift Nick, greift mich an. Da ist ja die Frage, zielt das dann auch, sobald der Schurke einen Angriff gegen dich einleitet, ziehe eine Karte. Er leitet ja einen Angriff gegen mich ein, aber Nick Fury springt dazwischen. Wie verhält sich das? Schreibt es mir gerne mal in den Kommentaren, ich bin gespannt. Ich ziehe jetzt mal keine Karte. Nick Fury geht dazwischen mit 3 plus nichts. Reicht trotzdem für ihn. Und eine Karte. Bombenbedrohung. Okay. Kommt mit 3. Gut. Okay. Dann bin ich wieder dran. Ja, jetzt machen wir hier den wilden Angriff. Füge einem Gegner 5 Schaden zu, falls du mit der Karte mit einer Energieressource bezahlt, erhält die Overkill. Tue ich zwar nicht, aber ich brauche keinen Overkill. Die 5 Schaden sind schon cool. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann greift Venom nochmal an. Auch mit 5, ne? Mit 2, 3, 4 und 5. 1, 2, 3, 4 und 5. So. Ja, perfekt. So machen wir das. Dann spielen wir die Wasp. Sobald Wasp im Spiel kommt, platziere einen Pimp-Marker auf ihr für jede Energy-Ressource. Okay, dann kann ich nur mit der bezahlen. Das ist dann eine Energy-Ressource. Dann kommt die einmal mit einem Lebenspunkt. Kommt die ins Spiel. So. Die bekomme ich einen Lebenspunkt für jeden Pimp-Marker. Dann greift sie auch direkt an. Macht 3 Schaden. Dann haben wir 1, 2, 3. Wasp ist damit weg. Und ich aktiviere noch meine zweite Waffe. Und bringe Rhino auf 0. Jupp. Und das war's für Rhino. Ja. Cool. Gut, für ihn habe ich jetzt auch nichts anderes groß erwartet. Aber trotzdem 2 Punkte. Gut, ich hätte heilen können. War ganz okay. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ich mag Venom. Ich mag ihn einfach. Ich will echt überlegen, auch, ich gucke ja gerade die Serie hier, die ultimative Spider-Man, da ist er jetzt auch schon dabei. Ich will echt überlegen, ob ich mir den auch als für Marvel Crisis Protocol die Figur hole. Ich bin von ihm echt ein Fan, ich bin begeistert. Finde ihn cool, finde ihn sehr cool. Gut, das war das Montagsspiel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe nicht viele Fehler gemacht. Das würde mich wieder ärgern, aber gut, so ist das. Ist auch im Fußball auch so, da gibt es manchmal auch eine Fehlentscheidung, wo man in der Tabelle mit leben muss. Aber ich bin guter Dinge, dass Venom ziemlich weit kommt. Und ja, dann sehen wir uns gleich zum nächsten Spiel. Bleibt dran!
Ja, willkommen zurück zum zweiten Spiel, Venom gegen Crossbones. Ja, das erste Spiel lief ja ganz gut, war ich zufrieden, bin ich gespannt. Das zweite jetzt, haben ja auch nur 12 Lebenspunkte jetzt. So, dann haben wir hier Crossbones diesmal. Kommt wieder hier meine Verpflichtung rein, ne? Also, eine Frage habe ich an euch. Vielleicht könnt ihr mir einen Rat geben, wie ich das am besten mache. Diese Karten kann man ja nicht wirklich einzeln nachkaufen. Meine Idee ist, ich habe ja meine 5 Helden, die ich jede Woche spiele. Immer die Karten da rein und raus zu tun, habe ich keinen Bock. Wenn ich mir die natürlich kopiere, von Vor- und Rückseite, würde man es ja sehen, wenn er auf dem Stapel liegt. Und zu sagen, oh, zu vermeiden, nein. Daher wäre meine Idee, die kleine zu kopieren und dann in einer anderen Hülle reinzutun, wo eine normale Karte ist. Ob das in Ordnung ist für euch. Weil dann brauche ich immer die Karten da rein und raus zu sortieren. Das ist eins, was mich halt so nervt, die mit diesen Standardkarten. Dann würde ich mir die halt ein bisschen kleiner kopieren, dann so ein Deck nehmen, dass ich die Gegner, die ich nicht wirklich spiele, oder so ein kleines Encounter-Deck und die da als Hintergrund reinmachen. Dann fällt das, sieht man das auch nicht. Dann fällt das auch nicht auf. Was haltet ihr davon? Kann ich das machen oder habt ihr eine bessere Lösung? Schreibt es mir gerne mal rein. Ich bin da für jede Hilfe und Tipps dankbar. So, ich muss das hier ein bisschen rüber tun, weil jetzt wird es ein bisschen eng hier. Das sind halt seine Waffen. Ich beim Crossbones kennt ihr mittlerweile zum Glück. Das ist auch ein Grund, warum ich die Helden natürlich, die Gegner immer gleich bleiben. Irgendwann kenne ich sie dann wirklich schon auswendig, macht da keine Fehler mehr und ich spiele sie flüssiger. So, ein Waffendeck machen. Erste Karte aufdecken. Dann kriegst du plus 1 und plus 1. Okay, kann trotzdem böse sein. Okay, ich habe hier jetzt 6 Karten. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Na, kann schon wieder Kinderhaken spielen. Na, das ist doch cool. Ja, cool. Okay. Ja, die lasse ich erstmal. Dann ziehe ich jetzt Karten, bis ich ein Waffen-Upgrade bekomme. Ah, da ist schon eins. Perfekt. Bin ich nicht so schnell durch mein Deck durch. So. Dann spiele ich natürlich Projekt Wiedergeburt für die Auszeit. Erschöpfe Projekt Wiedergeburt, wähle ein, ziehe eine Karte oder heile Flash Thompson, wir ziehen eine Karte. Da haben wir den Hulk. Dann spielen wir doch einfach unsere Pistole für den Jungen hier. Den Kinnhaken will ich eigentlich. Ja, den will ich eigentlich, den Kinnhaken. Okay. Dann bam. Dann spiele ich den Kinnhaken. Ich könnte natürlich auch die Ressource nehmen, die Karte abzulegen, aber sondern das sind dann 6 Schaden wieder. Machen wir 6 Schaden. Der ist auf die Hälfte runter. Ist er wieder auf 6. Das ist sehr gut. Dann greife ich noch an. Mache nochmal 3 Schaden. 1, 2, 3 ist er auf 3 runter. Das ist doch schon mal gut. Die Energie halten wir. Machen uns wieder bereit. Sind 1, 2, 3, 4 und 5. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Gut. Dann geht der Plan um ein voran. Rhino greift an mit 1, 2 plus nichts. Das ist gut. Mit 2 auf 10. Eine Karte. Lege X Karten vom Begegnungsdeck ab. X ist Crossbones Angriffswert. Nimm für jedes auf diese Weise abgehende Boosterboot Schaden. Okay, der hat gerade einen Angriffswert von 2. Nimm 1, 2. Okay, kriege ich nochmal 2 Schaden. Oha. 1, 2. Die Karte hatte ich noch nie. Irgendwie. Okay, coole Karte. Gut. Und dann bin ich dran.
dann spielen wir doch auf jeden Fall mal die Multigun für 1 und 2. Ja, spielen die Multigun. Für 1 und 2. Und dann spielen wir auch gleich. Die Handgranate für eine Ressource und ein Leben. Vielleicht brauchen wir die gleich. So, dann greife ich an, mache 2 mit der Waffe 3 Schaden. Dann ist Crossbones auf 0. Erste Crossbones ist besiegt. Er kommt wieder mit 14. So, ich suche sein Maschinengewehr. Crossbones Maschinengewehr. So. Zack. 2 Marker. So. Aber dann werde ich trotzdem noch ihn... Machen wir noch hier. 2 Schaden kommen. Aber was können. 1, 2. Gut, dann bin ich soweit. Willkommen. 1, oh schön. 2, 3, 4 und 5. Oh ja, das ist doch wunderbar. So, der Plan geht um 1 voran. Crossbones greift an mit 3. Oha, das könnte schon eng werden. Das sind schon 3. Plus das Maschinengewehr. Na komm, ich riskiere. Es sind 3 plus 1. Es sind 1, 2, sind 4 Schaden. 1, 2, 3, 4. Und dann ein Maschinengewehr. Gib dem Schurken eine C-Statuskarte. Kein Maschinengewehrschuss, aber eine C-Statuskarte. Okay, dann bin ich dran. Was machen wir? Was machen wir? Ja gut, ganz klar, nehmen wir erstmal hier die mit den 2 die C-Statuskarte weg. Das ist mich ja. Dann spielen wir hier die Karte für hier die beiden. Und zwar erschöpfe ein Waffen-Upgrade unter deiner Kontrolle, das ist die Granate, und füge einem Gegner 5 Schaden zu. 1, 2, 3, 4 und 5. So. Dann spielen wir noch hier die Karte, unsere zweite Pistole. Und machen, greifen an. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Machen 4 Schaden. 1, 2, 3, 4. Und springen im alten Ego. Erschöpfen die Karte und heilen schon mal. 1, 2, 3. Dann bin ich wieder auf 6. Die machen wir hier wieder zurück. Und dann sind wir fertig. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 und 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wenn ich die Runde jetzt überlebe, dann war es das auch für Crossbones. Gut, der Plan geht um 1 voran. Dann ist er ab. 2a ist nichts. 2b ist eine neue Waffe. Ein Handschuh. Nachdem der Schurke mit diesem angegriffen und dir Schaden zugefügt, lege eine Karte von deiner Hand ab. Aber das passiert ja jetzt nicht. Dann haben wir das. Und dann kriege ich eine Begegnungskarte. Lege ein Upgrade oder einen Vorteil unter deiner Kontrolle ab. Ja, was nehmen wir?
Ja, dann nehmen wir jetzt hier die Granate. Gut, kein Problem. Dann sind wir wieder dran. Wir halten uns erstmal hier mit 3, sind wir auf 9. Springen rüber, machen wir es ganz schnell, greifen an mit 2, 3 und 4 und hauen ihn auf 0. Ja, das war Crossbones. Das war Crossbones gegen Venom. Mein Gott, das ist echt leicht gehabt, irgendwie Crossbones. Gegen Rhino tut man sich irgendwie schwieriger, warum auch immer. Und das ist der allererste Gegner. Ja, das war das Crossbones-Spiel, das zweite Spiel. Hat er wieder ganz gut gemacht. Stolz auf Venom, der macht mir echt Spaß. Kann ich jedes Mal nur wieder sagen. Falls ihr ihn nicht habt, holt ihn euch. Das ist mega. Ja, dann hoffe ich, das Spiel war soweit fehlerfrei meinerseits. Ich habe versucht, an das zu denken. Ich denke mal, war ganz okay. Habe nichts vergessen. Und ja, dann sage ich bis gleich zum dritten Spiel. Ja, willkommen zurück zum dritten Spiel. Venom gegen Venom. Mann, Leute, ich konnte jetzt 2-3 Tage nicht aufnehmen. Es ist einfach eine Affenhitze. Ich sage euch, hier ist mir läuft so der... Und dann noch habe ich schön 2 Battle Reports mit einem Freund aufgenommen. Einmal hier das Lernspielvideo mit Marvel Crisis Protocol für euch hier. Dann unsere Bolt Action Kampagne für Deathstroker Wargaming. Und was ist? Die Karte hat die Dateien zerschossen. Konnte sie nicht lesen. 9 Stunden drehen umsonst. Ich sage es euch, ich habe die Schnauze voll gehabt. Und dann noch so die Hitze. Nee. Aber gut. Nichtsdestotrotz geht es jetzt weiter. Da haben wir hier die Venom. Der Glockenturm kommt ins Spiel. Meine Verpflichtung wird hier reingemischt. Die ersten 2 Spieler sind sehr gut performt. Jetzt geht's aber um die Wurst. Jetzt werden die Gegner härter. Mal sehen, ob er den dritten Sieg einfahren kann. Bis jetzt haben es ja nur Captain Marvel und Captain America geschafft, 2-mal zu gewinnen, 4-mal zu gewinnen. Die kommen mal hier oben beiseite. So, ich bin echt gespannt, wie er sich diesmal schlägt. So. So, da war jemand an der Tür. Ha. Jetzt geht's los. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wollen wir noch nicht. Und die tun wir auch weg. Tun wir die 2 abschmeißen? 1, 2, okay, das ist gut. Und jetzt decken wir Karten auf. Da ist eine. Okay. Dann spielen wir erstmal den Spinnensinn für 2. So. Dann versuchen wir hier die zu spielen für 1, 2, für 1, 2 und ein Leben 3. Haben wir die Waffe. So. Dann erschöpfen wir, machen hier einen Angriff. Zack. Ist die C weg. Dann. Ja, wie soll's, Dreh und Wende, ist egal, 2 Schaden. Ne, dann machen wir es anders. Ich mach hiermit die C-Statuskarte weg und hiermit nehme ich die 2 Bedrohungen weg. Kommt das Gleiche raus, aber habe ich mehr von. 2, 3, 4,
5. Okay. Der Plan geht um 1 voran. Ich habe ganz vergessen, wieder die Karte zu kriegen. So. Plan geht um 1 voran. Venom greift an. Kann er 2 plus. Der Boost. Falls diese Aktivierung ein Angriff ist, erhält die Karte durchdringend. Okay, das sind dann 4 Schaden. 5 Schaden. Und Boost entfernt einen Glockenmarker. Haben wir weder noch. 5 Schaden. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich bekomme eine Karte und dann noch eine. Sobald aufgedeckt, Venom wird gegen dich aktiviert. Jede Boost-Karte, die während dieser Aktivierung auf die offene Seite gedreht wird, bekommt plus 1 Boost. Boah, okay, dann wird er nochmal gegen mich aktiviert. Ich kriege noch eine Karte, weil es steht ja nicht einmal pro Runde. Er greift an. 2 plus. Also plus ein Boost-Symbol. Also 4. Alter Schwede. 4 und nochmal eins. 5. Boah, da bin ich auf einen. Alter. Was ist denn da los? Ja, dann spiele ich gut. 3. Ah ja, stimmt, der ist ja geil. Wollte schon sagen, aber stimmt. Nachdem Ruck gegen einen Angriff verteidigt hat, heile 2 Schaden von ihm. Okay. So. Dann. Dann. Dann aktiviere ich hier. Wilder Angriff. Für 2. Für 2. Mache 5 Schaden. 1, 2, 3, 4, 5. Bekomme da eine. Füge einem Gegner 2 Schaden zu, nehmen wir doch mal. Das ist keine Angriffsaktion. 1, 2. Darum kriege ich auch keine Karte. Dann greife ich mal hier an und mache mal 2 Glockenmarker hier drauf. Ja. Gut, dann haben wir 1. Achso, ach nein, keine Glockenmarke. Springe zurück und heile 4 Schaden. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Dann bin ich auf 5. So. Genau. Dann geht der Plan um 1 voran. Dann 1 plus 2 sind 3, um 3, 1, 2, 3, so, und dann eine Karte noch. Du wirst betäubt, falls du bereits betäubt bist, nimm 2 Schaden. Okay, dann werde ich betäubt. Okay, gut, also 1, 2,
3, 4, 5, 6. Okay. Erstmal heile ich mich um 4. Dann bin ich auf 9 zurück. So. Dann spiele ich Projekt Wiedergeburt für. Ich nehme jetzt für die. So. Dann können wir wähle 1, ziehe entweder eine Karte oder heile 3 Schaden. Dann heilen wir 3 Schaden. 1, 2, 3. So, dann bin ich wieder auf volle Power. Spring rüber. So. Ja, dann spiele ich den Helicarrier für 3. Ja, ich glaube, kann ich hier ein bisschen rüber tun, oder? So. Spielen wir den Helicarrier, das ist schon mal gut. Ich bin betäubt. Und dann nehme ich hier 2 Markerlis weg. Dann bin ich soweit durch. Und dann haben wir 1, 2, ach Gott sei Dank, 3, 4, 5. Wenigstens meine Waffe. Jetzt geht's langsam ab. So. Klar, geht um 1 voran. Venom greift an. Kann er. 2 plus. Oh, 2 sind 4 Schaden, aber ich kriege dafür eine Karte. 1, 2, 3, 4. Bin ich auf 8 und eine. Der Nachrüsten. Nachdem Venom durch einen Angriff eine Blinkmenge an Schaden genommen hat, entferne die gleiche Menge an Bedrohung von dieser Karte. Ja, jetzt wird das hier ein bisschen eng. Neun Stück kommen drauf. Jetzt wird das hier ein bisschen eng. Okay. Jetzt bin ich wieder dran. Dann nehmen wir hier die. Und zwar zusammen mit der und mit dem Helicarrier. So, falls wir den Karl mit einer Physical Resource bezahlt, erhält der Angriff Overkill. Ich kille ihn. 3. Und 2 hier. 1, 2. Krieg eine Karte. So. Dann spiele ich meine Pistole. Gut, legen wir mal dahin. Meine Pistole. Für Hidi. Nehmen hier. Achso, da habe ich gerade 2 Schaden gemacht. Dann kommen hier 2 weg. So, 2. 2 von 9. Jetzt kommt 2 weg. Okay.
Dann würde ich angreifen. Ist das betäubt weg? Und dann spiele ich noch Wasp für eine Energie, kriegt sie einen Pimp-Marker. Das heißt, sie hat ein Leben. So, dann bin ich soweit wieder durch. Dann kriege ich jetzt 5 Karten. 1, 2, 3, 4 und 5. So, der Plan geht um 1 voran. Und nochmal 1 für hier. So. Dann greift Venom an. Mit allem, was er hat. Wasp geht dazwischen. Dann kriege ich eine Karte, weil hier steht, sobald der Schurke einen Angriff gegen dich einleitet. Er leitet ihn ja ein, aber sie springt dazwischen. Ich nehme jetzt einfach eine Karte, meine Waffe, perfekt. Das sind dann 2 plus 2 und bringe erzürnten Symbiont mit dir ins Spiel. Okay. Und eine Patrouillewache, aber sie ist weg. Okay. Gut. Und dann ein Kärtchen. Lege ein Upgrade oder einen Vorteil unter einer Kontrolle ab. Ja, nehmen wir Projekt Wiedergeburt. Kann man nichts machen. Okay, dann bin ich dran. Dann spielen wir einmal unsere zweite Pistole. Für den Helicarrier. So. Dann spielen wir einmal Kampftraining. Dafür. Mein Gott, ey, der hat es auch echt heute. Kampftraining dafür. Ja, aber ich muss den entzündeten Symbionten wegmachen. Und dann werde ich Widerstand leisten für 1, 2 und 3. 1, 2, 3 Marker weg. Gut. Ja, und dann spiele ich hier noch die Handgranate für die beiden. Gut. Dann wäre ich soweit durch und kriege wieder 1, 2, 3, 4, 5. Der Plan geht um 1 voran. Plus einen für hier. Dann greift Venom an, leitet ein, ich kriege eine Karte. Groot geht dazwischen, kriegt 2 Schaden plus Hand ist soweit aufgedeckt, entferne 2 Glockenmarker, falls Glocken auf leise ist, nimm einen Schaden. Okay, dann nehme ich einen Schaden. 2 Schaden kriegt er. Und nachdem Groot gegen einen Angriff verteidigt hat, heile 2 Schaden. Also ist er wieder soweit fertig. Dann einmal, der Schurke treibt den Plan voran, um 1 plus 2, um 3. Oha. Oha. Das ist jetzt semi-optimal. Oh, Venom.
Ja, das machen wir. Wir spielen Helikarte für Helicarrier plus die. Machen dann insgesamt 6 Schaden. Und ich muss ein Upgrade, einen Waffen-Upgrade erschöpfen. Das ist dann die. Mache 5 Schaden plus, wenn ich das im Angriffsereignis spiele, mache ich 6 Schaden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommen 6 Marker weg. Ich kriege ein Kärtchen. So. Genau. Dann spielen wir hier die für 1 und für 2. Entferne 3 Bedrohungen von einem Plan. Falls du für diese Karte nur mit, okay, dann doch nur mit den beiden, dann verwirre ich den Gegner. Dann ist er wenigstens noch verwirrt. Mache 3 Bedrohungen weg. 1, 2, 3. Das zieht sich echt halt, das Spiel. Er ist verwirrt. Habe ich die Karte noch? Ich könnte ihn jetzt ausnocken, aber das bringt mir jetzt auch nicht wirklich was. Das heißt, ich mache hier 2 Bedrohungen weg. Und dann noch einmal, zweimal, dreimal und nehme hier die letzte Bedrohung weg. So, ja, genau so machen wir das. Und dann bin ich durch. Dann haben wir 1, 2. Dann bin ich durch mein Deck durch. Ups. So, habe 3. 3. Ne, ich würde lieber. So. Aber 3, 4, 5 und 6. Ach, da habe ich direkt wieder gebucht. Das ist doch super. So. 6. Ich kriege gleich eine Karte davon. So, habe 6. Dann geht der Plan 1 voran. Plus 1 hiervon. So, dann würde er den Plan vorantreiben. Kann er nicht. Das heißt, die Karte bleibt auch da liegen. Dann kriege ich eine Boost-Karte, Begegnungskarte. Ein Krimineller. Erhält Nachrüsten. Noch ein Krimineller. Oha. Der Schurke und jeder alte Ego hält die Karte nachrüsten. Soweit aufgehört, du darfst deine Gestalt wechseln, falls du eine Heldengestalt bist, platziere 2 Bedrohungen. Falls du im alte Ego Gestalt bist, kannst du deine Gestalt während deines nächsten Zuges nicht wechseln. Boah, ey. Okay, und dann noch hier die. Der Schurke treibt den Plan voran. Na super. 1 plus Uha sind 4. 5, 6. Um 6. Boah. Dann haben wir 6. 7, 8, 9. Alter Schwede. Alter Schwede.
gut, ich spiele erst ein Projekt Wiedergeburt mit dem Helicarrier. So, jetzt kann ich wieder eine Karte ziehen. Oder drei Schaden heilen. Ich ziehe eine Karte, weil ich kann mich eh nicht. Dann kriege ich das. Dann heile ich mich um 4. 1, 2, 3, 4. Bin ich auf 11. Ich spiele Rocket für 1, 2, 3. So. Dann leiste ich Widerstand, um mal hier 2 wegzumachen. So, spiele Rocket. Der noch um 3, ja. Ja, um 3 wegzumachen. Ne, 2 wegzumachen. Dann spiele ich Wasp. Für 1. Mache einen weg. Damit ist Wasp dann besiegt. Und dann macht Groot auch noch mal einen hier weg. Haben wir noch 4. Ja, mehr kann ich nicht machen. Auch Heldenaktion, alles Heldenaktion. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja, Freunde der Sonne. Freunde der Sonne. Das zieht sich heute echt Wahnsinn. Okay, dann geht der Plan um 1 voran, plus 1 hiervon. Dann 1 plus... Dann wieder Boost-Symbol, Entferner Wirb, kriege ich einen Schaden. Okay. Das ist okay. Die können nicht Widerstand, die können nicht Bedrohung aufbauen. Und dann kriege ich eine Karte. Nachrüsten, sobald aufgedeckt, gibt den Schurken eine verdeckte Boost-Karte. Und nachrüsten. Die Karte hält nachrüsten, Gott sei Dank. Hänge diese Karte an einem Schurken an. Okay. Okay. Gut, 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 gut. Dann ziehen wir erstmal hier mit Projekt Wiedergeburt eine Karte. So. Okay. Dann springen wir rüber. Dann greift Rocket an. Sobald Rocket Raccoon einen Schurken angreift, bekommt er für diesen Angriff plus 3. Und der Angriff erhält Overkill. Plus 3. Das ist der weg. Und erhält Overkill. Das heißt... Einen und Rocket macht Schaden, bekommt das. Gut.
Ja, dann greift Groot an, bekommt dafür 2 und haut ihm hier aus dem Leben. Dafür bekommt Groot gleich eine. Rocket ist auch. Und dann ist er in... hat dann 18 Punkte. So. Die bekommt dann noch die verdeckte Boostkarte. Und bekommt wieder C. So, dann werde ich diese 3 Karten spielen, um die hier wegzumachen. Ich weiß auch nicht, was das für ein Zeichen ist, aber kann nicht gut sein. So. Dann spiele ich hier hinter feindlichen Linien. Ich kann 3 Bedrohungen von einem Plan wegmachen. 1, 2, 3. Und er hat ja gerade auch Schaden gekriegt. Dann ist die Karte auch weg. Gut. Haben wir das. Dann haben wir das. Ja, dann werde ich hier wilden Angriff spielen. Ja, nee, kann ich nicht. Er hat kein Overkill. Das ist blöd. Das ist blöd. Ich für 2 nehme ich das C weg. Ja, dann werde ich für den Helicarrier und die Helikarte spielen, mache 5 Schaden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, bekomme dadurch auch eine Karte. Dann werde ich noch angreifen mit 2, 3, 4 und 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Wir bekommen dadurch noch eine Karte. Puh. Ja, dann bin ich durch. Kriege ich 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Ach, so, hoffentlich kriege ich das jetzt hier alles vernünftig hin, dass das passt. Das wäre ärgerlich, wenn nicht. So, der Plan geht erstmal um. Einfacher. Dann greift Venom mich an. Groot. Nee, Rocket geht dazwischen. Er greift an mit 2. 2. Bringen Symbiont mit dir ins Spiel, ist egal. 2. Mit 2. Dann hat er seine Verdeckte hier. Bringen wir uns Hürden Symbiont mit dir ins Spiel. So, 2. Immer noch 2 und die Karte von Groot. Decke diese Karte auf. Hänge diese Karte an Venom. Anwendung 2 Wutmarker. Venoms Angriff erhalten Overkill. Nachdem Venom durch einen Angriff eine beliebige Menge an Schaden genommen hat, entferne einen Wutmarker. Okay, 2 Wutmarker. Lege ich mal hier hin. Rocket ist weg. Und ich kriege eine Karte hierfür. Boah, leck mich doch, die 6. Jetzt habe ich die blöden Wachen.
So. Durch sein Kartendeck bin ich jetzt auch durch. Das ist ein hartes, langes Match. Ey. Leck mich doch die Socks. Ups. Ich hoffe, das war jetzt alles die richtige Reihenfolge, aber müsste sein. So. Erstmal. Erstmal, wo ist er? Hier. Mache ich einen von diesen Symbionten weg. So. Dann spiele ich hier die Karte für 1. Für 2. Füge einen Schergen 5 Schaden zu. Falls du die Karte mit einer Physical Ressource bezahlt, erhält Overkill. Das sind 2. Und dann kriegt er hier 2, 3, 4, 5 und ein Wutmarker weg. Ja, dann ist das jetzt. Das ist dann jetzt erledigt. Dann haut Venom drauf. Mit 2, 3, 4, 5. Nehmt ihn nochmal den Wutmarker weg und die letzten 5. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war ein hartes Spiel. Aber Venom hat es geschafft. Meiner Meinung nach. Ich hoffe, es war soweit alles richtig. Hoffe ich wenigstens, dass ich das mit den Verteilungen richtig gemacht habe. Ansonsten war es ein mega geiles Spiel. Es hat mega Spaß gemacht. Das war auch echt hart. Was hätte ich noch mitmachen können? Ja, ich hätte jetzt hier noch die Salve machen können. Hiermit, mit der Waffe. Dann hätte ich noch, ja, mein 5 Schaden gewesen. Oder hätte Mockingbird spielen können. Root hätte noch was machen können. Ja, cool, 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 cool. Das war nochmal geil. Das war doch mal ein geiles Spiel. Hat mir sehr gefallen. So, die Karten ein bisschen mischen für das nächste Spiel, damit die nicht alle so zusammen sind. Ja gut, das ist jetzt 3:0 für Venom. Er ist auf einem guten Wege. Ja, cool. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn er gegen Claw antritt. Ja, willkommen zurück. Es hat ja nicht lange gedauert. Jetzt ist Claw an der Reihe gegen Venom. Im Grunde, Claw hat nicht viel Lebenspunkte, aber seine Minions, die sind halt ziemlich stark. Darum finde ich den Gegner auch ziemlich hart. Aber Flash Thompson könnte es schaffen, könnte es schaffen. Eine Verpflichtung. Misch mal wieder rein. Er könnte es schaffen. Ups. So, Verteidigungsnetzwerk ist draußen. Und jetzt, ups, jetzt muss ich noch gleich Karten vom Begegnungsdeck aufdecken, bis ein Scherge kommt. Das Deck ist nicht dick. Da ist schon einer. So. So, dann haben wir das und dann würde ich sagen, geht's los. Dann haben wir 6 Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 3 Bedrohungen ist schon mal gut. Die sind eigentlich alle gut, ne?
ich glaube, das brauche ich nicht. Angriffsereignis werde ich bis jetzt nicht spielen. Dann schmeiße ich die ab. Und dann eine Karte. Nee, hätte ich jetzt doch gebrochen können, aber okay. Und dann jetzt ablegen, bis eine Waffe kommt. Oh nein! Oh! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Da ist eine Waffe. Oha, das waren viele Karten. Das waren viele Karten. Die tun mir eine Seele weh. So, ja, dann müssen wir erstmal gucken. Dann spiele ich noch die Karte. Dann kann ich mir jetzt meine gute Waffe noch raussuchen. Wo ist sie? Ach, die wird jetzt fast als nächste kommen. So. So. Klar. So, lass mal gucken. Die und die für den Hulk. Und für die. So. Dann drehe ich mich um, werde Flash Thompson. Dann spiele ich die dritte Waffe für die beiden und einen Lebenspunkt. So, kann ich nämlich genau dasselbe machen mit ihm. Erschöpfe ich, mache da zwei Lebenspunkte und hier 1, 2, 3 und mache die drei Marker hier weg. So, dann war es das. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. So, der Plan geht um einen voran. Claw greift an. Kann er mit lege eine zufällige Karte von deiner Hand ab und mit einem Schaden. Ein Schaden. Lege eine zufällige Karte von deiner Hand ab. Avengers Manson. Und eine Wache. Sogar noch mit C. Okay. Mit Schluck trinken. Okay. Jetzt spielen wir natürlich einen Spinnensinn. Für Rocket. Und für den. Spinnensinn muss sein. So, dann werde ich einmal hier das C wegmachen. Und er macht dann den Rest. Gut. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Plan geht um einen voran. Er greift an. Mit 0 plus. Mit nix. Aber ich kriege dafür eine Karte. Und füge jedem Helden einen Schaden zu. Okay. Da kann ich mit leben. Und eine Begegnungskarte. Schatten der Vergangenheit. Decke deine besagten Erzfeindschergen auf. Oha. 1, 2, 3, 4. Viermal Symbionten und einmal hier. Solange der Symbiont-Gegner
ein Symbiont-Gegner im Spiel ist, kann von diesem Plan keine Bedrohung entfernt werden. Da sind zwei drauf. Okay. Aber das dürfte ja machbar sein. Gut. Dann bin ich dran. Dann spiele ich hier Kampftraining. Kampftraining. Kampftraining für 1 plus ein Leben. So. Dann erschöpfe ich einmal das, mache einen Symbionten, mache einen Symbionten weg. Dann spiele ich Salve. Ich mache ein Upgrade, das und Healy. Das heißt, erschöpfe ein Waffen-Upgrade, habe ich, und füge einem Gegner 5 Schaden zu. Das muss ich jetzt noch machen, sonst 1, 2, 3, 4, 5. Sonst komme ich hier nicht mehr hinterher. Und dann mache ich nochmal 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Schaden. Sonst hier komme ich dann nicht mehr. Die behalte ich. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 und 5. So. Oh. Oh. Das habe ich jetzt. 2, 4, 6. Dann würde ich mich noch rumdrehen. Boah. Sind 2 Schaden. Zwei, vier, sechs, eins, zwei, drei. Lass mich noch mal kurz überlegen. Puh. Hab ich 2, 3, 4. Dann kriege ich den wieder auf 7. Und ich nehme lieber hiervon noch einen weg. Und das sind 2, 4, bin ich schon bei 6. Ja, das ist egal. Komm, muss ich danach gucken. Ich habe 8 Lebenspunkte. 2, 4. Ich riskiere es. Okay, der Plan geht um 1 voran. Dann greift Chlor an. Verteidige ich. Volleyball dafür ein. Ich verteidige hiervon ein. Chlor greift an mit 2. Oh, 2. Mit 2. Falls diese Aktivierung Schaden zufügt, erschöpfe einen Helden. Nein, tut er nicht, weil ich habe ja verteidigt. So, und dann kriege ich 4 Schaden. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4, 5 darf noch eine Karte ziehen. Was haben wir gezogen? Okay. Jetzt darf
Jetzt kommen zwei Boost, zwei Karten. Da darf nichts Böses kommen. Ja, boah, ich hab so. Okay, erste. Oh. Der Schurke treibt den Plan voran. 2 plus nix. Erschöpfe jeden Verbündeten unter deiner Kontrolle. Ich habe keine Verbündeten. Okay, um 2. Alter Schwede. Und jetzt hier die Karte. Eine Wache. Boah. Und auch noch C dabei. Na super. Okay, dann bin ich wohl dran. Helikam. Einsatzteam spiele ich für ein für 2, 3. So, da kommen 3 Marker drauf. Eine nehme ich, erschöpfe Einsatzteam und entferne einen Angriffsmarker und füge einem Gegner 2 Schaden zu. Dann ist der weg. Dann nehme ich den weg. So. Dann erschöpfe ich eine Waffe unter meiner Kontrolle, spiele Salve oder den Helicarrier. Ne, ich spiele, glaube ich, den Helicarrier für 2 plus 1 Lebenspunkt. Habe ich den Helicarrier und dann springe ich rüber. Der Plan geht jetzt eh voran, das ist egal. Okay. Alter Schwede. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Okay, der Plan geht voran. Dann sind wir bei. So. Lege Karten vom Begegnungsdeck ab, bis ein Scherge abgelegt wird. Bringe den Schergen mit dem Startspieler ins Kampf im Spiel. So, dann haben wir 9. Ach, Gott sei Dank, nein. Noch eine Wache. Alter Schwede. Okay. Haben wir. Dann greifen die auch noch an. Ne, machen sie gar nicht. Die haben auf Plan vorangetrieben. So, und dann kriege ich eine Karte. Alter Ego. Claw halt 4 Schaden. Na super. 1, 2, 3, 4. Alter Schwede. Und. erschöpfe Flash Thompson und nimm 2 Schaden. Lege diese Verpflichtung ab. Bringe ein beiseite gelegtes Spiel ins Reservieren vom Startspiel im Kampf. Kann ich das nicht? Kann ich nicht? Ist ja nicht, fliegt ja nicht beiseite, ne? Ja, dann muss ich mich erschöpfen und 2 Schaden nehmen. Alter. Alter Schwede. Okay. Spielen wir erstmal Projekt Wiedergeburt für den Helicarrier. Die erschöpfen wir. Nehmen, heilen 3 Schaden. 1, 2, 3. So weit, so gut. Gut, dann springen wir rüber.
Dann nehmen wir hier die zwei Bedrohungen weg. Zack. Dann nehmen wir hier einmal einen von weg und nehmen hier die C-Statuskarte weg. Dann spielen wir Mockingbird für 1, 2, für 3. Jetzt können wir den Gegner betäuben. So. Dann greift greift sie nicht. Doch, greift sie. Ich kann ihn nur einmal verteidigen. Greift einmal an und nimmt ihn hier die C-Statuskarte weg. Gut. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 und komm schon. Und 5. Gut, dann sind wir wieder ready. Der Plan geht um einen voran. Chlor ist betäubt. Dann greifen die an. Ist der Schurke, ne? Okay, dann krieg ich einen Schaden und einen Schaden kriegt Mockingbird. Okay. Einen Schaden kriegt Mockingbird. Gute alte Mockingbird. So, dann kriege ich jetzt eine illegale Waffenfabrik. Sobald aufgedeckt, platziere ich eine tödliche Bedrohung. Hier wird das ein bisschen eng. Dann kommen da 4 Bedrohungen drauf. Ja, super. 1, 2, 3, 4. Okay. Gut. Wir spielen Nick Fury für 3, für 2, für 1. So. Nee. Oh, okay. Kann ich eh nicht spielen. Spielen Nick Fury. So. Nachdem Nick Fury Spiel gekommen ist, wähle 1, entferne 2 Bedrohungen von einem Plan. Jo, machen wir. 2 Bedrohungen von einem Plan. Von einem Plan haben wir. Ja, dann macht er hier die anderen 2 Bedrohungen weg. Da habe ich mich gar keinen Bock drauf. Dann ist Nick Fury durch. Dann greife ich. Ja, komm auf dasselbe raus. Ich greife einmal an, ist davon einer weg. Dann nehme ich die Waffe und hier ist der andere weg und das Waffenteam auch. Das Einsatzteam auch. So. Ja. Dann bin ich durch. Ups. Ja, super. So, mein Steinchen haben wir. So. Dann
eine Karte. Dann mischen. Eins, drei, vier und fünf. Kriegt dadurch eine Begegnungskarte. Was haben wir denn? Groot. Nichts Gescheites. Und dann würde ich noch einmal. Achso, nee, würde ich gar nicht. Wollte ich gar nicht. Würde ich gar nicht. Nein, falsch. Gut. Der Plan geht um einen voran. Claw greift an. Nick Fury geht dazwischen. Mit 1, 3. Nick Fury ist weg. So. Dann kriege ich eine Karte. Sobald aufgedeckt, jeder Master of Evil greift dich an, ist keiner. Falls auf diese Weise keine Angriffe durchgeführt werden, durchsuche das Begegnungsdeck und den Ablagestapel nach einem Master of Evil Stärke bringen mit dem Spiel. Dann gucken wir nochmal. Was ist denn die Leitung? Da ist keiner mehr drin. Achso, muss ich mischen dann wieder. Eieieiei. Venom, das zieht sich wie im letzten Spiel. Wen nehmen wir denn? Achso, die ist ja raus. Melter. Wen nehmen wir denn da? Nehmen wir Melter. Boah, der hat 3 Angriff. Na, nehmen wir trotzdem Melter. Nehmen wir Melter. Und dann noch hier die Karte. Gib den Schurken eine C-Status-Karte. Alter Schwede. Okay, dann bin ich dran. Dann spiele ich hier Kinnhaken für 2 und die doppelt, füge einem Gegner 5 Schaden zu, dann ist Melter weg. So, habe ich das noch. Zwei, drei, vier, fünf. Machen wir 2, 3, 4, 5 und dann machen wir das hier noch so, zack, haben wir. Dann spielen wir noch Groot für 2 Karten plus ein Leben. So, spielen wir noch Groot, springen rüber, Flash Thompson, nehmen das hier, heilen 3 Schaden, 1, 2, 3. Alter Schwede. So. Ja, ey, der ist immer noch in der ersten Reihe, das kann nicht sein. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ja. Jetzt muss man mal langsam hier was gehen. Zum Kotzen. So, der Plan geht um 1 voran. Plus 2, plus insgesamt 3. So, eine Karte. Hänge diese Karte an Claw an. Claw erhält Vergeltung. Ja.
ist mir jetzt auch egal. So, ich habe hier einmal, wo ist er? Da, die hat, meine ich, gerade 3 Schaden. Sind wir auf 8. Gut, dann hauen wir rüber. Dann einmal die C-Statuskarte weg. Zack. Haben wir hier 2 Bedrohungen. Helicarrier und die. Dann mache ich 3 Bedrohungen weg. So. Haben wir. Ups, jetzt ist mein. So, jetzt. Ich glaube, da war gerade weg. Was haben wir gemacht? Ja, ich habe mich. Wenn er nochmal angegriffen, wenn das gerade nicht drauf war, hat hier nochmal 5 Schaden gemacht. So, und dann war ich durch. Kriege ich 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Ja, der Akku. Das waren jetzt doch schon ein paar Spiele, ein bisschen was Zeit. So, dann geht der Plan um 1 voran. Claw greift an. Mockingbird geht dazwischen. Bringe Waffenschmuggler mit dir ins Spiel. Und macht keinen Schaden. Unsterbliche Claw. Macht keinen Schaden. Okay. Cool. Mockingbird, du lebst. Und eine. Achso, dann geht er hier, greift an. Achso, Quatsch. Ich muss später. Quatsch, der Kiste gerade ist gekommen. Und eine Begegnungskarte. Erzwungene Reaktion plus 1 Angriff. Okay. Ja. Dann bin ich wieder dran. Ich suche das Deck nach Waffen. Ja, die sind eigentlich alle da. Dann spielen wir das hier. Füge einem Gegner 5 Schaden zu. Für 2. Bep, 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 bep. Einen. Dann greift er hier an. Kriegt dadurch 2 Schaden. Macht diesen Schmuggler weg. So, dann, ja, dann würde ich sagen, genau, mache ich hier. Achso, ich hätte gerade noch eine Karte ziehen dürfen, ne? Der hat mich angegriffen, Growth Mockingbird ist dazwischen gegangen, kriege ich noch eine Karte. So, dann mach, na gut, ist zu spät, ist egal, ich habe noch die Karte gezogen, okay. Zack, macht ihn hier weg. Ist dann in 2. Boah, alter Schwede, 18 Punkten, ja, beziehungsweise. Dann kommt der unsterbliche Claw, den habe ich hier gerade gesehen. Und 3 drauf. So, dann haben wir das. Ja, dann machen wir doch hier. Leisten wir hier Widerstand. Nee, noch nicht. Das ist dumm, weil dann kommt die Karte vielleicht gleich wieder. Nee, das war dumm. Avengers Manson. Spielen wir noch den Hulk für 2.
denn die Waffe erschöpfen wir? Die Waffe erschöpfen wir. Dann greifen wir. Nee, wir greifen nicht an. Wir leisten Widerstand für 1, 2, 3. Hier darf nicht viel drauf sein. So. Genau. Die schmeißen wir ab. Die brauchen wir nicht. Und dann springen wir zurück. So. Genau. So. Genau. Genau, der Plan geht um 1 voran, plus 1 für den unsterblichen Chlor und 2 plus, falls ich sage, ich bin Helden, nein, 2. Also nur um 2. So, dann ist das Deck durch. Ups. Warum ist da eine blaue drin? Ups. Habe ich gerade falsch abgeschmissen? Nein, egal. Entschuldigung. Es ist warm hier drin. Ich glaube, das Green Goblin Spiel, das werde ich heute auch nicht mehr machen. Ich bin jetzt bin ich durch. Nach 2 solchen harten Spielen. So, und eine Karte, ne? Genau. Ach, noch eine Wache mit C. Okay. Ah. Ich krieg 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, dann erstmal 3 Schaden heilen auf 9. Warm zurück. Warm zurück. Dann Avengers Manson. Okay. Den machen wir die C-Statuskarte weg. So. Dann werde ich hier mit 3 den unsterblichen Chlor wegmachen. Das heißt, er ist wieder runter auf 18. So. Dann greift der Hulk an für 3. Dann ist er auch weg. So. So. Dann spielen wir hier Rennen und Schießen für 2 und zack, für die 3. Und zwar mache Venom und jedes Waffen-Upgrade unter deiner Kontrolle spielbereit. So. Das heißt, wir machen hier nochmal 2 weg. Genau. Dann spielen wir Kraft der Aggressionen mit dem Helicarrier. Sobald du diese Karte ausgibst, um einen Angriff eigens zu spielen, plus 1 Schaden. Das heißt, ich mache 6 Schaden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kriege Vergeltung 1. War ja ein Angriff. Und dann greife ich nochmal an mit 2, 3, 4. Die Waffe
erschöpfe ich mit 4, damit ich diese Karte spielen kann. Das sind 5, 6 mit 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Ja. Und dann greift er noch an. Mit 1, 2. Achso, kriegt Vergeltung. Bam. Ob das jetzt gut war? So hätte ich 3. Nee, machen wir nicht. Kriegt wieder 2, ist er wieder auf 5. Vielleicht überlebt das ja. Vielleicht überlebt das ja. Okay, dann haben wir die. Soll ich die abschmeißen? Ich habe 3 zum Verteilen. Die schmeiße ich ab. Und ziehe dann 1, 2, 3, 4, 5 neue. Gut. Wenn ich jetzt diese Runde überlebe, dann hat das geschafft. Der Plan geht um 2 voran. 1 plus 1 davon. So. Claw greift mich an. Glut geht dazwischen. Ich kriege eine Karte dafür. Und greift an mit 1 plus 1 plus 3 greift er an. Kriegt ihr 3 Schaden. So. 1, 2, 3, 4, 5. Hat überlebt. Wenn Glut verteidigt, kann er. Wenn Glut verteidigt, kann er 2 Schaden heilen. Mega! Hast du überlebt. Sehr schön. So. Und dann noch eine Begegnungskarte. Ach nee. Hat er nicht überlebt. 2. Ich krieg ja plus hier den Schalldämpfer. Okay. Schade. Zu früh gefreut. Fast. Na gut. Und eine Begegnungskarte. Der Schurke greift dich an. Kann er. Sie geht dazwischen. Ich krieg eine Karte. 2 plus, also 2 plus 3, 4. Gebt den Schurken eine C-Statuskarte. Du bist auch weg. Mann. So, okay. Gut, das dürfte jetzt kein Problem sein. Ich nehme einmal hier, zack, nehme die C-Statuskarte weg. Dann greife ich an mit 2, 3, 4 und 5. Und damit habe ich ihn ausgenockt. So, ist auf 0. Dann ist es egal, ob ich gerade die Karten gekriegt habe, wegen hier, wegen dem Angriff, ist egal. Jo, boah, Alter, ich will da noch 2 Spiele. Ah. Wenn macht trotzdem Spaß. Auf längere Distanz kann er's. Er kann's. Ich finde ihn sehr geil. Der macht echt mega Laune. Ja, cool. Das ist jetzt 4 zu 0 für Venom. Ja, ja, nicht schlecht. Morgen kommt das alles entscheidende Spiel. Heute werde ich nicht mehr drehen. Morgen das alles entscheidende Spiel gegen Green Goblin. Wenn er das schafft, hat er als erster Held die 5 erreicht. Ich bin gespannt. Puh. Also die beiden Spiele haben es jetzt heute in sich gehabt. Die gingen echt über längere Distanz. Ich glaube, das wird das längste Video, was wir jemals hatten in der Heldenwoche. Na gut, aber ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam für euch. Nicht zu langweilig, nicht zu viel Fehler gemacht. Dann sage ich mal, sehen wir uns gleich wieder. Ja, willkommen zurück zum letzten Spiel. Kann Venom heute den 5. Sieg einfahren, dann wäre er der erste Held, der das kann. Ich bin gespannt. Ich muss sagen, ich habe heute Morgen im Auto so einen kleinen Schock gekriegt. Bin das die letzten Spiele aber vorüber passieren lassen. Und denke ich, scheiße, du hast Karten gespürt, die du gar nicht darfst. Wie Avengers Mensen und so. Weil Avengers, ne, hatte ich falsch im Kopf, nur vom einen der letzten Kommentare. Aber das war der Helicarrier, den ich nicht spielen darf. Und den habe ich hier nicht drin.
Hier ist zwar Ort Shield, aber steht nicht drauf, dass ich das sein muss, um was zu spielen. Und bei... Ne? Wo ist er? Bei Avengers Man steht das auch nicht drauf, dass ich ein Avenger sein muss. Ach, da habe ich heute Morgen schon echt einen Schock gekriegt. Ich denke, nein! Die schönen Siege. Die hart erkämpften letzten zwei Spiele. Und die muss er noch machen. Aber nein, so war es nicht. Gott sei Dank. Ich dachte schon nach dieser Woche... Meine Verpflichtung wieder, ne? Ich dachte schon nach dieser Woche, wo eh schon zwei Battle Reports für die Tonne waren. Aber ich muss sagen, heute ist es jetzt mal, ist der Unwettertag. Bis jetzt nur ein bisschen am Stürmen und ein bisschen am Regen, also ganz normal, aber es hat sich schön abgekühlt. Ich hoffe, dass ihr alle verschont bleibt, weil ich hatte jetzt zweimal Wasser im Keller. Der trocknet gerade, weil der Nachbar einmal jetzt den Pool angelassen hat, die Pumpe. Ja, dann ist das alles nicht, hat sich richtig abgepumpt, nicht richtig weggepumpt und dann bei uns im Keller rein. Ja, super war das. Und dann einmal natürlich bei dem Hochwasser hier, ne? Das war, ja, das ist alles. Aber gut, egal, es geht los. Wir haben den Goblin, ich muss einen Goblin-Lakai aufdecken, damit er im Spiel kommt. 12 Lebenspunkte. Und dann geht's, würde ich sagen, mal los. Dann geht's mal los. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 und die Nummer 6. Okay, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Mache Venom brauchen wir auch nicht. Dann würde ich die beiden schon mal abschmeißen. Dafür einmal zwei neue ziehen. Gut, und jetzt decke ich Karten auf, bis ein Waffen-Upgrade kommt. Oh Mann. Oh, das tut alles weh, alle Energien weg. Und da ist ein Waffen-Upgrade, da ist eine Pistole. Okay. Dann würde ich sagen, spielen wir auf jeden Fall den Helicarrier. Das ist ein Muss. Und zwar für Rocket und den. Dann erschöpfen wir Helicarrier und spielen unsere Waffe. So. Dann gehen wir nach Flash Thompson rüber. Dann spielen wir Wilder Angriff. Füge einen Gegner 5 Schaden zu, falls du für diese Karte nur mit Energy-Ressourcen bezahlt hast. Haben wir. Er hält die Angriff Overkill. Das heißt, ich mache erst die Wache weg mit 3 und dann kriegt 2 der grüne Goblin. So, dann ist er weg. Und dann bin ich soweit und mache noch 3 Schaden. Haben wir 1, 2, 3. Und dann bin ich soweit durch. Und dann kriege ich 1, oh gut, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Gute Karten. Gute Karten. So, der Plan geht um 1 voran. Green Goblin greift an. Kann er. Er greift mit 2 an. Plus nichts. Das ist gut. Kriege ich 2 Schaden. Und eine Bedrohung auf den Hauptplan. Dann noch eine. Craven. Schurkisch und standhaft. Jetzt muss ich mir gucken, was schurkisch ist. Okay, ich kann mir das schurkisch nicht merken, aber jetzt weiß ich wieder. Kriege ich eine verdeckte Boostkarte, wenn er aktiviert wird. Gut.
Uha. Gut, 1, 2, 3, 4, 5. Dann spielen wir doch hier die Karte und holen uns eine, die andere Waffe aus dem Waffendeck. So, wieder mischen. Dann spielen wir doch für 1, 2 und 3 die Waffe. So. Dann gebe ich mir einen Schaden und spiele meine dritte Waffe. So. Dann, wenn ich angreife, ist 2, 3, 4. Nee. Reicht das für 6? 2, 3. Ja, reicht. Dann greife ich an. Und zwar den Craven. Mit 2, mit 3. Dann spiele ich hier die. Nochmal 3 sind 6 Schaden und die Teppich, die Waffe, beziehungsweise erschöpfe ich, mache ich dann 6 Schaden, dann ist Craven erledigt. Und hier nehme ich mal 2 vom Plan runter. Gut, ja, dann war es das wieder. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 und 5. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gut. Dann geht der Plan um 1 voran. Green Goblin greift an. Kann er mit 2 plus der Schurke halt 2 Schaden. Also auf 13, ich verliere 2 und der Plan geht wieder um einen voran. Und dann eine Karte. Ein Goblin-Soldat. Okay, gut. Gut, dann spielen wir einmal hier für den Helicarrier Projekt Wiedergeburt. Gut, dann erschöpfen wir eine Waffe und spielen für 2. Erschöpfe ein Upgrade unter deiner Kontrolle. Füge einem Gegner 5 Schaden zu. Die spielen wir mit Mockingbird und mit aggressiver Energie. Das heißt, ich kriege noch eins. Das heißt, ich mache 6 Schaden. Die geht hier drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann greife ich an, erschöpfe hier die und mache 2 plus 3, mache ich 5 Schaden. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 und 5. So, und hier machen wir 2 weg. Dann springe ich rüber, erschöpfe hier und heile 4 Schaden. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Bin ich wieder auf 11. Gut. Dann war es das. Dann ziehe ich jetzt 6 Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, die sind gut. So. Der Plan geht um 1 voran. Dann 1 für ihn, 1 für den Green Goblin plus 3. Ui, das ist schlecht. Dann haben wir
3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann ist der erste Plan erledigt. So, sobald vollendet. In Spielereihenfolge muss jeder Spieler, der nicht mit einem Goblin schergen, bin ich. Okay, haben wir. Ja. Okay. Startet mit 4. Gut. Und dann kriege ich ein Kärtchen, ne? Noch ein Goblin-Soldat. Uiuiuiui. Okay. Gut. Dann haben wir erstmal hier. Ich ziehe dafür noch eine Karte. Okay. Dann husch ich rüber. Dann schieße ich hier den Green Goblin die letzten 2 Punkte ab. Dann ist Phase 1 besiegt. Entschuldigung. Und dann startet der Junge wieder mit 18. Sobald aufgedeckt, teile jedem Spieler 2 Begegnungskarten zu. Uiuiuiui, 1, 2. Okay, komm gleich. So, dann müssen wir erstmal gucken, was wir jetzt können. Wir spielen hier Kampftraining für Kraft der Aggression. Dann spielen wir Avengers Manson. Für 1, 2, 3 ziehen da direkt eine Karte. Haben wir dieselbe. Könnte ich 5 Schaden machen. Na, ich brauche die aber. Dann spiele ich mit einem Lebenspunkt von mir. Plus die, dann spiele ich hier Spinnensinn. So, und dann werde ich einfach angreifen mit 2, 3, 4, 5. Komm, ich muss jetzt auf hier. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ja, und dann hoffen wir jetzt mal das Beste. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ja. Dann geht der Plan um 1 voran. Green Goblin greift an. Kann er. Mit 2 plus 1. Also insgesamt mit 3. 1, 2, 3. Bin ich auf 7, dann noch 1, 2, 1, 2, so, bin ich auf 7 und noch eine Bedrohung kommt auf dem Hauptplan. Gut, dann kriege ich jetzt die erste Karte. Vulture. Erstschlag, dann greift er an mit einem und einer. Nehmen noch eine Schurkische. Bringe Goblin-Lakai mit dir ins Spiel. Alter Schwede, oh, jetzt wird's hart, jetzt wird's hart. Und eine Karte abschmeißen. Und dann ist noch eine Wache. So, da haben wir Rennen und Schießen ist weg. So, dann haben wir hier die beiden. Lege X-Karten vom Begegnungsdeck ab, wobei X die doppelte Abschätzung sind. Jedes Mal, wenn auf dieser Weise ein Goblin-Scherger gelegt wird, nehme. Okay, X, dann 2 sind 4.
1, 2, 3, 4, also nix. Gut. Dann haben wir das. So, dann haben wir dann kriegen wir keinen. Haben wir noch den höchsten Aufdruck mit Lebenspunkten. Na gut, das ist ein Green Goblin, ne? Kriegt dann Goblin Geleiter. Okay, oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Jetzt würdet eng. Gut, dann nehmen wir erstmal Avengers Manson. Eine Granate. Dann spielen wir den Helicarrier. Machen den wilden Angriff und spielen ihn mit der Granate. Dann wurde der mit Energie bezahlt. Das heißt, der geht 3. Und dann kriegt der Junge hier noch 2. 1, 2. So. Achso, ich habe mich hier gerade angegriffen, kriege ich noch eine Karte, ne? Ja, genau. Kriege ich ein mächtiger Hieb. Okay, das ist gut. Jetzt spiele ich Salve für einen Lebenspunkt plus unerbittlich und ich erschöpfe eine Kanone und mache 5 Schaden. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Dann spiele ich heftiger Hieb. Ich erschöpfe Jedi. Mache 2, 3 und 6 Schaden. Und damit ist Green Goblin besiegt. Venom, Venom hat gewonnen. Der allererste Held mit 6. Das war knapp. Das war knapp. Okay, hier hätte ich jetzt noch 2 machen können. Ja, okay, das war eine knappe Kiste. Eine knappe Kiste. Auch wenn das jetzt falsch mit der Karte, aber ich habe ja immer eh noch eine übrig gehabt. Von daher, cool. Ja, Venom, ich bin stolz auf dich. Venom, der Erste, der 5 Siege hat. Ah, aber das war auch, der hat jetzt auch Schurken gehabt. Also die nächste Runde wäre hart geworden. Die nächste Runde wäre hart geworden. Ja, gut. Dann werde ich das Programm gleich mal schneiden. Das Ganze zusammen, damit das auch gleich hier alles passt, damit das noch rechtzeitig am Wochenende hochkommt. Gut, sagt mir mal bitte, wie ihr das neue Setting gefallen habt, ob es so besser zu erkennen war als sonst und nicht so viele Wackler oder welche Perspektive euch lieber ist. Von oben drauf oder doch hier so mehr von vorne, von der Seite wie die alten Videos. Das würde mich gerne interessieren. Ja, wie gesagt, wenn ich das aus der Perspektive mache, dann klappt das nicht so mit dem Livestream. Dann muss ich erstmal gucken, wie die Kamera das macht. Das andere war mit dem Handy, dann geht das. Aber ich denke mal, so ist das auch ganz cool. Ich könnte noch ein bisschen rauszoomen, damit das noch ein bisschen, aber damit wird das alles kleiner. Müssen wir noch ein bisschen testen. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Heldenwoche. Und denkt dran, da wird's schweinig. Avengers sammeln.